Seid mir gegrüßt, Pokefreunde. Hier ist wieder der Tywald. Mit dabei ist heute auch wieder meine bessere Hälfte. Hallöchen. Und wir haben heute für euch ein wunderbares Produkt des Pokémon TCG dabei. Und zwar den wunderbaren Sammelkoffer von Pokémon. Den Herbstkoffer. Der ist, glaube ich, jetzt auch zur Welt im Wandel. Unten das Bild sieht ein bisschen anders aus. Zeige ich euch gleich mal auf der großen Kamera. Du kannst hier mal aufmachen. Ich zeige mal das Bild kurz hier. Und zwar haben wir hier... Wenn ihr da so drauf guckt, seht ihr die Booster, die abgebildet sind. Teams im Trumpf, Bund der Gleichgesinnten, Teams im Trumpf, Sonne, Mond, Schon der Wächter und Evolution. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass diese Booster da drin sind, aber hier steht ja auch, Inhalte können variieren. Aber es wäre cool, Evolution nochmal zu haben, und Teams im Trumpf ist ja auch ein Set, was nicht mehr so häufig ist im Moment. Ansonsten haben wir hier in dem Koffer 5 Booster, ein Code. Und wunderbare Promokarten, die zeige ich euch jetzt mal. Das war auch der Grund, warum ich den Koffer geholt habe. Denn die Nein, lass das. Meine Frau macht das. Ich zeige euch eine Zeit die Booster. Schwupp. Der Code schaltet die Promokarten frei, die ihr gleich sehen werdet. Booster haben wir hier. Sonne, Mond, Kräfte im Einklang. Sonne, Mond, Ultra, Prisma, Sonne, Mond. Sonne, Mond, Welten im Wandel und Sonne, Mond, Welten im Wandel. Cool. Schönes Set auf jeden Fall. Welten im Wandel, Kräfte im Einklang, Ultra Prisma, Sonnenmond Base. Sehr cool. Oh, das ist scheiße. Eine Mew-Münze mit einem ganz großen Kopf. Sehr cool. Ja, so wie immer. 4 Bleistifte habe ich noch nie benutzt, wenn ich ehrlich bin, aber... Ich habe einen auf der Arbeit. Echt? Oh, vielleicht verlosen wir mal ein paar. Dann die Promokarten. Wir haben hier ein wunderbares Promo-Pikachu mit Ruckzuckhieb und Donnerblitz. Mit den Signature-Moves quasi. Sehr coole Karte. Sieht doch gar nicht so schwach aus. Dann haben wir hier ein Promo-Glurak. Leute, was immer mehr. Sieht ein bisschen dicklich aus. Mit brüllendem Schluss. Einmal während deines Zuges kannst du 2 Schadensmarken auf dieses Pokémon legen. Wenn du das machst, durchsuche ein Deck nach bis zu 2 Feuerenergie-Karten, lege sie an dieses Pokémon an, mische anschließend dein Deck. Ich glaube, das ist das Glurak aus Teams im Trumpf, oder? Einfach reprinted. Ich bin mir nicht ganz sicher. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Und das Highlight dieser Box. Guckt euch bitte mal diese Promokarte an. Mewtwo in Rüstung. 120 KP. Psycho-Raubzug macht 130 Schaden. Und während des nächsten Zuges kannst du nicht angreifen. Aber diese Karte sieht einfach awesome aus. Ein wunderbarer Holo-Effekt mit diesem Galaxy-Foil, glaube ich, nennt man das, wenn da diese Planeten sind. Ein bisschen beschädigt durch die Druckstellen im Koffer. Da haben die Pokémon Company noch nicht so richtig was gefunden, was die Karten in Ordnung hält. Und sind hier noch Sticker, ne? Sticker, einmal die Vorderseite des Koffers mit Mewtwo, Mew und Pikachu und Glurak und das Mewtwo in der Rüstung. Sehr cool. Einmal der Block. Der Block, auch mit Mewtwo, Pikachu und Mew. Ich gebe mir die doch wieder. Ich gebe mir, genau. Und natürlich das kleine Heftchen wieder. Ein Mini-Tauschbinder quasi, wo man ein paar Karten reintun kann. Ich weiß gar nicht, wie viele, aber nicht viele. Wir haben den Koffer gar nicht von der Seite gezeigt, ne? Das können wir auch kurz machen. Einen Moment, bitte. Ich wollte die kurz wieder reinziehen. Ihr könnt ja schon mal eure Meinung zu den Promokarten posten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also das Mewtwo finde ich richtig, richtig cool. Und Pikachu und Glurak sind natürlich auch 2 Pokémon, die sehr beliebt sind. Genau, die Koffer nochmal von vorne. Da haben wir einmal dieses Motiv mit Pikachu, Mewtwo und Mew. Da haben wir das gleiche. Dann haben wir da einmal das Glurak. Und natürlich hier das Mewtwo in der Rüstung. Und ich weiß nicht, was vorne ist. Auch vorne ist einfach nichts. Nur der kleine Griff, mit dem man sich die Gegend tragen kann, so als Lunchbox oder so. Ah, und hinten auch nochmal Mewtwo und Glurak groß. Sehr schön. Die Koffer finde ich eigentlich immer ganz cool, weil immer coole Promokarten drin sind. Letztes Mal waren ja die 3 Vögel, Arctos, Zapdos, Lavados drin. Auch ein sehr cooler Koffer. Und ja, jetzt kommen wir zu den 5 Boostern, würde ich sagen. Ich würde sagen, meine Frau hat in letzter Zeit weniger geöffnet, deswegen darf sie anfangen. Wir gehen von alt nach neu. Sonne, Mond. Abschneiden, oder? Ja, kannst du aufschneiden. Ihr könnt ja mal in die Kommentare beschreiben, wenn ihr Lust habt, in welchem Booster haben wir den besten Pull, wenn es einen gibt. Entschuldigung. Gesundheit. Danke. Oh, Ultra Prisma, da könnte es hinterher drin sein, freue ich mich drauf. Nur deswegen sollte ich anfangen. Nein, Sonne und Mond können auch tolle Sachen sein. Das ist klar. So. Rainbow-Karten, die 5 Euro wert sind. Eine Unlichtenergie, Rotom Pokédex,
Gufa, Superball, Panzer Aeron, Quapsel, Sankabu, das Evoli, Krabox, ein Pandir und ein Cosmobum. Der undankbarste Pulle. Ich sag's immer wieder, der undankbarste Pulle überhaupt, weil die Karte gibt's in Ultra Prisma als Ankommen. Deswegen ist es ein bisschen undankbar. Dann komme ich zu Ultra Prisma mit einem Morgenschwinge, Abend. Ne, Abendmähne müsste das sein. Ich war weg, die beiden immer. Müsste Abendmähne sein, weil es hat ja eine Mähne, wegen Sorgaleo. Das andere ist ja mit den Schwingen wegen Lunala. So. Ja, kommt hier ein Code Ultra Prisma, direkt mal ein nicer Booster Pack. Ist auch noch spielbar, deswegen vielleicht bringt es euch was. Vier Karten. Ich habe lange kein Ultra Prisma mehr geöffnet. Oh, hast du gerade auch, ne? Unlicht. Unlichtenergie. Lebellpfeife. Bojelin. Die Lilly. Araqua. Die Lilly gibt es ja auch im Fuller drin. Die ist fast noch mehr wert als die Cynthia mittlerweile sogar. Kaumalat. Pionscorer. Schlurp. Fahnenflamm. Waschrotom Reverse. Ja, der Albert hat letztens viele Waschrotoms in seinem Livestream gezogen. Aber Reverse ist immer gut. Ist nicht so schlecht. Und ein Kapufala. Schade. Nix. Also es wäre ein Punkt in dem Battle. Aber wir machen ganz chillig. Ne, das ist ja normal. Liegt einfach da hinten irgendwo. Das sind nur normale Pandier. So, dann mache ich jetzt Kräfte im Einklang auf. Mit dem wunderschönen Artwork mit Gardevoir und Felinara. Schade, dass kein Team zu Trumpfen sind, aber die Booster sind irgendwie extrem rar. Da hätte ich auch noch mal Lust drauf. Eine Wasserenergie. Alpollo. Pi. Vonera. Oder Vonera. Shigi. Rehorn. Tragosso. Radfratz. Galdini. Oh, Schweißer, ein Reverse. Der Schweißer. Und ein Geowatz. In Holo. Immerhin schon mal ein Pull. Immerhin ein Holo, wie man so schön sagt. Weiter geht's mit Welten im Wandel. Letztes Mal im Booster. Nochmal die... Oh, das ging nicht gut. Schade. Ich habe es probiert, das zu öffnen, ohne es aufzuschneiden. Aber ein Code für euch. Jetzt war ich eh schon in der Kamera. Viel Spaß damit. Ich wollte eigentlich meine Frau so einen rausgeben, aber jetzt gebe halt nämlich einen raus. Einmal eine Feenenergie. Lilip. Ein Rotom. Die Erika. Natu. Knack Leon. Seemops. Quartermark. Bautz. Rosie in. Das ist sogar eine Rare. Reverse Holo Rare. Cool. Ich glaube, die habe ich da noch gar nicht. Ich suche ein Deck nach einem Pokémon, einer Trainer und einer Basenergiekarte. Zeige sie dem Gegner und nimm sie auf deine Hand. Gar nicht mal so schlecht. Und die Rare ist ein wunderschönes Felinara. Schade. Letzter Booster für dich, Schatz. Bis jetzt noch kein dicker Pull, aber die Promokarten sind schön. Und das soll jetzt die ganze Box raushauen. Vielleicht hast du noch eine Rainbow. Alles andere würde mich enttäuschen. Jo. So, eine Kampfenergie. Die Mika. Mika. Professor Eichs Vorbereitung. Pyroleo. Magnetilo. Jocklef. Knackleon. Ein Sneebel. Seemops. Oh, Entei Reverse Holo Rare. Das haben wir auch noch nicht auf jeden Fall. Sehr cool. Und als letztes ein Sorgaleo und Luna. Das ist zwar die normale Form, aber super. Die haben wir auch noch nicht in unserer Sammlung und die ist richtig schön. Da ist Lilly auf dem Rücken. Die ist richtig schön off-center. Ja, das ganze Set ist off-center, da kannst du nichts machen.
Aber immer in die Kartensammlung haben. Aber dies ist auch, die ist schön. Und die fehlt uns noch, das ist schön. Ich habe das Set erst vor kurzem angefangen einzusortieren und die Stelle war noch leer. Sogar Leo mit Lilly auf dem Rücken. Sehr schön. Mega. Ja, dann hat sich das doch gelohnt, oder? Ja. Sehe ich auch so. Und auch das Ente. Ach so, das auch. Genau. Wie wir es wohl, ja. Und ich würde sagen, zum Abschied hole ich mal unsere beiden Psycho-Pokémon nach vorne. Mewtwo in der Rüstung und Solgaleo Lunala. Bei dem Mewtwo ist es ja schade, dass der gelbe Rand so dick ist. Da hätte man vielleicht wirklich mehr so auf die Full-Art-Karte gehen sollen, dass man den Rand komplett weglässt. Weil der gelbe Rand ist doch ein bisschen störend, ja, oder? Ja, das stimmt. Mhm. Naja, vielleicht beim nächsten Mal, wenn sowas kommt. Mal schauen, was die Pokémon Company sich so einfallen lässt. Mit Schwert und Schild wird bestimmt einiges anders werden im TCG. Aber ich würde sagen, es hat sich doch gelohnt mit der GX-Karte jetzt noch, ne? Ja, die ist schön. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was euer Highlight des Tages war an Puls. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss, der Tschüwald. Tschüss.